französische Marine hat das zweite atomgetriebene U-Boot der Barracuda-Klasse erhalten. Es trägt den Namen Dugaitruan. Dies gab die Generaldirektion für Rüstung des französischen Verteidigungsministeriums bekannt. Dugaitruan wurde mehrere Wochen lang getestet, bevor es an die französische Marine übergeben wurde. Der Bau des Atom-U-Boots begann in der Mitte des Jahres 2009 auf der Werft der Naval Group. Die Inbetriebnahme wurde ein Jahr verschoben. Bis zum Ende des Jahrzehnts möchte die französische Marine 6 atomgetriebene Angriffs-U-Boote der Barracuda-Klasse erhalten. Das U-Boot Suffren wird Ende Herbst 20. an die Marine ausgeliefert. Casabianca, Rubis, de Grasse und Tourelle befinden sich in verschiedenen Bauphasen. Das letztgenannte U-Boot ist bereits zu Wasser gelassen worden. Die atomgetriebenen U-Boote der Barracuda-Klasse haben eine Verdrängung von 51.000 Tonnen, eine Länge von fast 100 Metern und einen Durchmesser von 9 Metern. Die Besatzung besteht aus 60 Personen. Die U-Boote können Einsätze von mehr als 2 Monaten Dauer durchführen. Die Aufgabe der U-Boote der Barracuda-Klasse ist die Verteidigung von Flugzeugträgerkampfgruppen, die Bekämpfung feindlicher Schiffe und der Angriff auf feindliche Landbasen in großer Entfernung. Zu diesem Zweck verfügen sie über 533 mm F-21 Torpedos, XOZ-39 Antischiffsraketen und Marine Scalp Marschflugkörper mit einer maximalen Startreichweite von 1000 Kilometern.